Also immer drauf achten. So, okay. Wir kriegen vier ein. Das heißt, wir können jetzt die drei Geistigen antworten, die wir nach hier oben schicken müssen. Die Antibibliothek. Ja, hier haben wir schon mal unsere erste Quest für eine Map. Wände voller Wissen und Geheimnisse lagen in den Kammern der antiken Bibliothek und harren ihrer Entdeckung. Seit Rasputs finsterer Schatten auf der antiken Bibliothek lastet, wird die Lage für den Archivar immer bedrohlicher. Schickt die Novizen ihn als Gelehrten unterstützen und ihr erhaltet Zugang zur Bibliothek. Ja, Technologiekarte kriegen wir als Belohnung dafür. Und wir müssen ihm dafür drei Geistige senden. Also man erfährt immer, welche Belohnung man kriegt, wenn man bestimmte Missionen an solchen Questorten erfüllt. Oh, und wir haben drei Geistige. Hervorragend, Prinzessin. Eure Geistlichen sind bereit. Schnell, schickt sie zum Archivar in die antike Bibliothek. Im Gegenzug wird er euch Zugang gewähren zu all dem geheimen Wissen in seinen Büchern, ohne dass die Erforschung nutzvoller Technologien nicht möglich wäre. Und wie halten wir Rasputin auf? Der Schlüssel liegt in der Erforschung mächtiger Technologien. Sie werden uns im Kampf gegen Rasputin sehr nützlich sein. Ja. Ereignisgebiet. Ereignisgebiet sind besondere Sektoren auf der Karte, die Quests anbieten. Genau. Wie ich gerade schon erklärt hatte. Halte nach Ereignisgebieten auf der Karte Ausschau. Wie die antike Bibliothek, die wirklich antik ist. Also die Hälfte der Gebäude sind ja schon eingestürzt. Wähle das Hauptgebäude aus, um auf die Quests zuzugreifen. Ja. Also mal hoch zu dem Mal zur antiken Bibliothek. Und dann können wir jetzt unsere drei Mönche loswerden. Eure Geistlichen brauchen eine Weile, bis sie die antike Bücherei erreichen. Ja, da sind sie unterwegs. Nutzt diese Zeit, um eure Wirtschaft zu stärken. Denkt daran, dass ihr später Kämpfe werdet bestreiten müssen. Schaut nach, ob spezielle Güter fehlen und errichtet die nötigen Produktionsketten. Vielleicht nehmt ihr den anliegenden Sektor ein, um mehr Baufläche und Zugang zu weiteren Rohstoffen zu erhalten. Ja, und wie gerade in der Tutorial-Hilfe hier stand, meine Geistigen können durch jeden Sektor durchmarschieren. Also man sieht, sie marschieren gerade mitten durch Rasputs Militärlager und Rasputin kann nichts dagegen tun, weil es sehr gesetzeswidrig ist, religiöse anzugreifen. Niemand will den Zorn der Götter haben. So, dafür kriegen wir jetzt langsam Militär rein. Das ist gut. Oh, und wir bräuchten ein Wohnhaus oder ähnliches. Na, klemmen wir das mal da rein. Da passt es ja ganz gut hin. Oh, ich danke euch, Prinzessin, dass ihr mir Unterstützung für meine Forschung schickt. Dies ist Beweis genug für euer Interesse an meiner Arbeit und meinem historischen Wissen. Als Zeichen meiner Anerkennung lehre ich euch die Nutzung mächtiger Technologien, die von großem Wert für euch sein werden. Bravo, Prinzessin.
Der Archivar ist zufrieden und gewährt euch Zugang zu seiner Forschung in den Klöstern. Da ihr nun die Technologiekarte nutzen könnt, solltet ihr ein wenig Forschung betreiben. Erforscht Ballistik. Sie wird euch von Nutzen sein, wenn ihr Raspuns Befestigungen überwinden wollt. Ja. Erstmal greifen wir den Sektor hier an. Den Sektor. So. Technologie erforschen ist das nächste. Dafür steht uns jetzt die Technologiekarte zur Verfügung. Ja, unten in der Werkzeugliste findet ihr die Technologie-Schaltfläche, mit der ihr die Technologiekarte öffnen könnt. Auf der Technologiekarte könnt ihr verschiedene Technologien erforschen. Technologien verschiedene Vorteile. Ja, das kann ich euch selber erklären. Jetzt nehmen wir erstmal den Sektor ein. Dann gucken wir uns das neue Tutorial-Video an. Und wir sollten die Bierproduktion mal wieder auf normal stellen, weil unsere Verpflegung ja doch in den Keller geht. Dadurch, dass wir die beiden ja allein schon mit Nahrung versorgen müssen. Wir sollten vielleicht dann noch ein, zwei Getreidescheunen und so denken. Platz haben wir hier ja genug. Aber jetzt erst einmal den Kampf hier. So. Den haben wir mit einem Verlust gewonnen. Und das heißt, wir sollten einen Pikinier wieder ausbilden. So, und die Technologiekarte mal ansehen. Das Wissen über Technologien ist in den Klosterbibliotheken verborgen. Mit euren Geistlichen könnt ihr Zugriff auf dieses Wissen erlangen. Öffnet hierfür eure Technologiekarte. Gut. Sollten wir mal hoffen, dass bald wieder Brot eintrudelt. Aber erstmal sollten wir halt auch was gegen den Brotmangel machen. Indem wir, wie gesagt, noch einen Bauernhof bauen. Eine Getreidescheune und eine Mühle. Gut. Ja. Forschung. Das hier ist die Forschungstabelle. Oh ja, Geologie wäre nicht schlecht und Gewaltmarsch bewegt sich doppelt so schnell. Euer Prestige steigt um eine Stufe. Also wir brauchen erstmal 6 Geistliche und dafür bräuchten wir auch noch mehr Nahrung.
Ja. Also erstmal ein Lagerhaus hier an der Wegkreuzung errichten. Würde schon mal helfen. Dann brauchen wir zwei Jäger hin. Und ja, ob wir hier noch Getreide anbauen sollten, ist eine gute Frage. Wie sieht denn unser Getreide so aus als Vorrat? Ah, ja, schlechter als recht. Also ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir unsere Brotproduktion steigern. Holz und Stein ist aber nicht das Problem. Ja, das Problem ist hauptsächlich im Augenblick die Nahrungsproduktion. Das heißt, wir gehen auch hier ein bisschen in die Mehlproduktion. So, Farmerin kommt. Der Müller dann hoffentlich auch bald. Ja, weil für Technologien brauchen wir jetzt erst einmal Mönche und für Mönche brauchen wir Nahrung. Gleichzeitig brauchen wir aber auch eine gute Goldmünzproduktion. Gut, erhöhen wir mal die Geschwindigkeit so lange auf Double Speed, also auf den Hasen. Ich glaube, das werdet ihr wahrscheinlich nicht so wirklich erkennen können, aber es gibt drei Geschwindigkeitsstufen. Einmal Schnecke, das ist verlangsamt, Maus ist normal schnell und der Hase ist dann schneller. So, den haben wir die Verpflegung weggenommen, weil wir haben wir mehr als genug schon. Wir müssen uns dann eher um noch eine Bäckerei kümmern. So, die Jäger fangen an zu jagen, das ist gut. Wenn ein bisschen Fleisch reingekommen ist und wir die Nahrung wieder im Griff haben, dann werden wir Wurst produzieren. Fleisch kommt rein.